Jesus, schwankt niemals, misstraut niemals meiner schützenden Hand. Samstag, 2. Juni 2012, 21 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, wenn meine Anhänger mir erlauben, ihre Seelen mit meiner vorbehaltlosen Liebe zu durchströmen, werde ich in ihnen eine Kraft entfachen, die sie aufrütteln wird. Kommt zu mir wie treuherzige Kinder mit einem einfachen und offenen Herzen, ohne Erwartungen, und ich werde euch einen Frieden bringen, den ihr nirgendwo sonst finden werdet. Obwohl ich über die Art und Weise weine, auf welche das Böse und die Habgier die Welt ergriffen haben, bin ich ebenso voller Freude wegen der reinen Liebe, welche meine Anhänger mir, ihrem Jesus, zeigen, wie sie mir Trost und Freude bringen und wie ich wünsche, ich könnte sie in meine Arme schließen, wie ich wünsche, sie könnten mich sagen hören, wie sehr ich sie liebe, wie ich den Tag ersehne, an dem ich meine Hand ausstrecke, ihre Hand in die meinige nehme und sie in mein neues Königreich ziehe, dann, wenn sie letztendlich zu mir nach Hause kommen werden. Dieser Tag ist nicht weit weg. Allen meinen Anhängern sage ich, ihr müsst mir in dieser Zeit zuhören. Ihr müsst stark sein und während der Prüfungen, die kommen werden, durchhalten und ihr dürft niemals den Mut verlieren. Während ihr den Pfad entlang wandelt, der für euch gestaltet ist, hin zu meinem Königreich, werdet ihr verletzt werden. Viele von euch werden stolpern und straucheln. Einige von euch werden den Weg zurücklaufen, auf dem sie kamen. Andere werden sich setzen, aufgeben und zwischen dem Anfang ihrer Reise und den Toren zum ewigen Leben stecken bleiben. So schwach wird ihr Glaube werden wegen der Hindernisse, denen sie gegenüberstehen werden. Die Stärkeren werden furchtlos sein. Sie werden sich vorankämpfen wollen und mit jedem Quäntchen Energie ins neue Zeitalter des Friedens stürmen wollen. Nichts wird ihnen im Weg stehen. Sie werden wissen, wie man das Leiden, das bevorsteht, aushält. Sie werden wissen, wie man mit dem Feind kämpfen muss. Mit kaum Furcht in ihren Herzen werden sie auf jede Anweisung hören, die ich ihnen gebe. Sie müssen sich immer bemühen, zurückzugehen und diejenigen zu tragen, die schwächer sind, als sie, diejenigen, die ängstlich sind. Sie müssen diejenigen auf ihren Schultern tragen, denen es an Willen und an Mut mangelt, in meinem Namen aufzustehen. Diejenigen, die eure Hilfe ablehnen, werden zurückgelassen werden und ein Teil des Königreichs des Tieres werden, aus dem es kein Entkommen gibt. Schwankt niemals, misstraut niemals meiner schützenden Hand. Wenn ihr alles meinem heiligen Willen unterwerft, kümmere ich mich um alles. Vertraut auf mich, folgt mir. Die Zeit ist kurz, doch gibt es reichlich Zeit, sich auf den Kampf vorzubereiten, der bevorsteht. Ich liebe euch alle. Vergesst niemals die Macht meiner Liebe. Euer geliebter Erlöser, König der Erlösung, Jesus Christus.